Der Wolfskopf bei Trauchgau ist keine Modetour und wird es auch nicht werden. Zu lange geht man im Aufstieg auf einer Forststraße. Es folgt eine steile Waldpassage und auch in der Abfahrt sollte man steileres, waldiges Gelände abfahren können. Die Tour startet man entweder in der Almstube bei Trauchgau oder in Trauchgau. Die erlaubte Aufstiegs- und Abfahrtsroute kann man auf dem Schild Skibergsteigen umweltfreundlich ersehen. Ein weiteres Aufstiegsschild weist uns den richtigen Weg. In der steilen Linksquerung unterhalb des Hochrieskopfes. Es folgen die nun wieder leichteren letzten 30 Minuten zum Gipfel. Der Gipfel selbst liegt dann gut versteckt im dichten Wald, bietet aber eine schöne Aussicht auf das Voralpenland. Wir haben für diese Tour, für die Abfahrt, die richtigen Schneeverhältnisse erwischt. Aufpassen auf die Astern! Südseitig war der Schnee zwar schon etwas schwerer, nordseitig aber ein tiefer und gut zu fahrender Pulver. Bei diesen Verhältnissen bietet die Tour schöne Abfahrtspassagen und man muss die Forststraße nur ab und zu nutzen. Zwischen Intermezzo haben wir die Spur wieder. Wobei die ein oder andere falsche Abfahrtsvariante dazu führt, dass man wieder etwas aufsteigen muss. Schön zu fahrende flache Wiesenhänge bringen uns im Abendlicht zum Auto zurück.